Gift unserer Tochter. Die gleiche Krankheit wie bei den anderen. Wirklich beunruhigend. So. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Ja, ja, natürlich. Kann ich möchte helfen. Irgendwas tun, um zu helfen. Man hat mich vor dem Adlermann gewarnt. Er will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut, weiß wie Schnee. Er schleift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend. Und ich bringe den Göttern ein lebend Opfer da, das sie nicht ignorieren können. Was? Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, dem Adlermann keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Wo genau ist der heilige Stier? Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Wir sollen tatsächlich den Stier lebendig zu ihm bringen? Wie soll das gehen? Das habe ich ja noch nie gemacht. Warum brauchst du ihn lebend? Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen. Sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Alter, nur wegen so einem beschissenen Glauben, ne? Also ganz ehrlich, ist ja völliger Wahnsinn hier. Was kannst du mir über Krysis erzählen? Erzähl mir etwas über Krysis. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Ja, gut, wir brechen jetzt auf. Ich weiß zwar nicht, wie wir das machen sollen. Also, fühlt sich nicht sehr angenehm an. Also ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. Wisst ihr was? Er hat ja jetzt gerade gesagt, ich hoffe, das Herz reicht. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe wahrscheinlich den Stier schon kalt gemacht. Ohne, dass ich es wusste vorher. Das ist halt in Assassin's Creed Odyssey halt doof. Ne? Dass man halt mal was macht. Man macht ein Tier tot. Das haben wir auch noch in diesem Livestream gemacht. Also ihr müsstet, wenn ihr zurückspult, müsstet ihr wirklich sehen, dass ich den Stier kalt gemacht habe. Jetzt fällt es mir auch gerade ein. Ich habe tatsächlich einen weißen Stier gesehen und den haben wir kalt gemacht, glaube ich. Oder nee, der war schon tot, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das Herz dort gemobst und das war jetzt schon der Questgegenstand. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr gehen. Wir können also gleich nochmal weiterreden. Also völlig gaga, aber so ist es. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Für einen Arsch, das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Da brauche ich nicht lange überlegen. Der Bauer auf keinen Fall. Die reiche Frau, die hat ja bloß was gesagt, ne? Von irgendwie Mann.
ja, mein Gott, der ist halt schon ein bisschen älter als das Mädchen, ne? Das Mädchen hat ja eigentlich noch das Leben vor sich. Also dem Bauern kann ich echt scheißen, auf die reiche Frau. Tja, da ist es ein bisschen so grenzwertig zwischen den beiden, aber das Mädchen, würde ich jetzt sagen, die ja, ist noch jung und hat das Leben vor sich. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Ist mir scheißegal. Verpiss dich und du auch. Keine kannst Wahl, gehen. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Ja, das war die Quest. Ein Herz für eine Hand.